45 Minuten und ihr habt einen wunderbaren Braten. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Ich nehme immer gerne Kassler Rücken und jede Menge Gemüse für unsere Soße. Und Carmen, du hast mir jetzt hier schon so ein kleines Tee-Ei vorbereitet. Stimmt das auch? Wollen wir mal eben reingucken? Nehmen wir mal eben reingucken. Sarah, bitte. Hast du wirklich alles drin? Ne? Ich bitte dich. Ah ja, okay. Und das hast du das echt nicht geglaubt? Ich war mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, weil das war anders. So, wir haben jetzt hier ordentlich Butterschmalz. Und in das heiße Butterschmalz geben wir jetzt unseren Kasslerbraten hinein und braten den von allen Seiten mal richtig lecker an. So, dann wollen wir ihn schon mal umdrehen. Guck mal, er hat schon ein bisschen was Braunes. Jetzt nehmen wir den mal raus. Und in dem heißen Ansatz geben wir jetzt gleich unser Röstgemüse dazu. Ein Suppenbund ist das, plus zwei Zwiebeln. Und das braten wir jetzt auch lecker von allen Seiten goldgelb an. So, wenn unser Gemüse so eine nette Farbe hat, also braun ja, aber um Gottes Willen nicht verbrannt, geben wir da jetzt so gefühlte 2 Esslöffel Tomatenmark drauf. Und wer meine Sendungen schon gesehen hat, der weiß, dass jetzt das Tomatenmark mit angeröstet wird. So. Und dann mit Rotwein ablöschen. Carmen, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hast du das gemacht? Ich finde das lustig. Du findest das lustig. Damit die Leute dran denken. Wer weiterhin über die nächsten Videos informiert werden möchte, könnte jetzt, danke Carmen, könnte jetzt an dieser Stelle unten auf den Abo-Knopf drücken. Und dann verpasst ihr uns nie wieder. Und das Allerbeste ist, es ist kostenlos. So, mit unserem guten Rotwein löschen wir jetzt einmal ab. Was jetzt passiert, das Tomatenmark vermischt sich jetzt viel, viel leichter. Und die Röststoffe vom Pfannenboden und auch vom Gemüse, die werden abgespült. Und dadurch entsteht diese nette braune Farbe. Aber nicht, wenn wir das nur einmal machen, sondern diesen Vorgang machen wir jetzt dreimal. Rösten, ablöschen, wieder neu rösten lassen, wieder ablöschen, glasieren und deglasieren. So machen wir eine perfekte braune Soße. So, Carmen, es knistert wieder, oder? Und schau dir die Farbe an. Und das ist jetzt erst das zweite Mal deglasieren gewesen. Ist das ein Trockner? Ist ein Trockner, aber das kann jeder so nehmen, wie er mag. Der Wein, der ihm am besten schmeckt, der ist jetzt genau der richtige. Mir geht es in erster Linie um die Farbe. Schau mal, das ist doch mal ein Soßenansatz, oder? Sehr gut aus. Und darauf geben wir jetzt unseren angebratenen Kasslerrücken. So. Und weil wir ja noch deutlich mehr Soße brauchen, gießen wir das Ganze jetzt mit einem guten Liter Wasser an. Weil wir wollen nachher auch ganz viel Soße haben. Carmen, du kennst das ja. Du magst das ja auch am liebsten, ja, oder? Am liebsten mit Soße. Am liebsten mit Soße. Und da hinein geben wir natürlich unser Tee-Ei. Das Carmen vorbereitet was hat. Was Carmen ja schon wunderbar vorbereitet hat. Und Carmen, jetzt mal eine Fachfrage an dich. Oh mein Gott. Warum kommt da jetzt kein Salz in den Soßenansatz? Weil das Fleisch schon salzig ist. Sehr gut. Es ist gepökelt und da haben wir genügend Salz. Deswegen brauchen wir da jetzt kein Salz. Im Backofen 150 Grad, 45 Minuten, ganz langsam vor sich hin köcheln lassen. Und jetzt wollen wir da mal hineinschauen. Wow. Und jetzt kommt die große Frage, ist der Braten schon gar? Und schaut mal hier, an zwei Stellen kann man ganz eindeutig erkennen, dass hier Eiweiß ausgetreten ist. Wenn so schneeweißes Eiweiß austritt aus unserem Kassler, ist das eigentlich immer das beste Zeichen dafür, dass das gar ist. So, den lassen wir mal hier einen Moment mal eben ruhen und wir wollen uns mal schnell um die Soße kümmern. Schau mal, was wir hier für einen Haufen Soße bekommen haben und die Farbe ist auch wunderschön, oder? Das riecht auch wirklich gut. Aber dein Tee-Ei, Carmen, guck mal.
Das wollen wir jetzt herausnehmen. Das hat seine Schuldigkeit getan. Um unsere Soße jetzt anzudicken, gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Wir machen das heute mal ganz schnell so, wie meine Großmutter das auch immer gemacht hat. Unsere Speisestärke mit dem Rotwein, das rühren wir jetzt glatt. Das geht zu Anfang immer ein bisschen schwierig und dann löst es sich relativ schnell auf. Wenn das denn so aussieht, können wir damit andicken. In unseren leicht köchelnden Soßeneinsatz geben wir jetzt unsere Speisestärke hinein. Nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr zu viel auf einmal hineingegossen habt, dann müsst ihr die Soße wieder verlängern und da fehlt euch dann wieder Geschmack. Lasst sie nochmal so 2-3 Minuten langsam vor sich hin köcheln, damit auch die Speisestärke richtig schön gar wird. Dann haben wir auch einen tollen Geschmack. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was unser Braten so sagt. Schau mal. Ui. Das sieht doch wirklich lecker aus, oder? Ja. Und was für eine schöne Scheibe. Und man sieht, wie saftig er ist. Jetzt schnell probieren. Mmh. Mmh. Das war's. Sind wir denn im Bild? Alles gut? Hast du Ton? Nein, du hast keinen Ton. Nein, du hast keinen Ton. Beruhig dich doch einfach mal. Jetzt bist du. Beruhig dich. Oh, mein Herz. Das ist das Land, in dem die Shoshonen schön wohnen. Bist du jetzt fertig? Ich brauche schon wieder was zu atmen. Einen Schuss Rotwein. Carmen, ehrlich. Hier. Über einen Daumen. Nee, das ist der Daumen. Über einen Daumen hoch und über ein Abo würden die Kamerafrau Carmen und ich uns wahnsinnig freuen. Ja, und eins nie vergessen. Wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss.